Hallo liebe Freunde und herzlich willkommen zurück bei Kau mal hier zu unserem beliebten Format. Snack oder nicht Snack? Das ist hier die Frage. Genau so sieht's aus. Ist der Snack yeah oder ist er bad? Das finden wir heute heraus. Du hast uns was Tolles mitgebracht. Ja, ich habe mal wieder was Neues gefunden. Und zwar, das habe ich jetzt schon online auch immer mal irgendwo gesehen. Und dann lockt es auf einmal da und ich dachte mir so, das nimmst du mal mit. Diese Knorrs Goodies. Ich glaube, das soll so ein bisschen eine Alternative oder eine Art Konkurrenzprodukt zu den Schokobons werden. Also so ist es wahrscheinlich sieht so gedacht. Aus, ja. Ne? Sie sind halt ja ähnlich in der Größe, vielleicht ein bisschen größer, würde ich sogar sagen, jetzt optisch betrachtet. Und wir schauen doch einfach mal, richtig, ob das mithalten kann. Ich habe als Kind sehr gerne Schokobons gegessen. Ja, tatsächlich jetzt in letzter Zeit kaum noch, aber... Das Problem ist, ich kaufe keine, weil wenn die daheim sind, sind sie sehr schnell leer. Ja, gut. Weil ich sie sehr gerne mag. Also das hier geht gerade nicht ab. Mhm. Wir streuen hier mal so eine Handvoll aus. Massen! Genau. Und dann... Ja, doch, die scheinen ein kleines bisschen größer zu sein. Sie sind auch ganz rund, also sie sind nicht so oval, wie es bei den Schokobons ist. Mhm. Es sind richtige, massive Kugeln. Meinungsverstärker. Und, ja, dann schauen wir doch mal. Wir haben auf jeden Fall hier auch nochmal aufgedruckt, das sieht man wahrscheinlich eher schlecht, so aufgeprägt, besser gesagt, dieses Knorrs Goodies Logo dann auch. Und Pat. Schauen wir mal. Richtig. Ich schmeiße mir jetzt das erstmal im Ganzen in den Mund. Möchtest du mal eins teilen? Ja. Ich habe extra hier das Messer zur Teilung. Jetzt ist die Frage, macht man das an der Nordkante oder quer? Das wird sich zeigen, wie wir durchkommen. Ich habe es jetzt mal quer geteilt. Ah, das war eine gute Idee. Ah ja. Wie zeigt man das jetzt? Okay, also wir haben im Prinzip hier, ich hoffe, man sieht das, ich will es halt auch nicht fallen lassen. Es sind ja diese Schichten, die ihr auch auf dem Bild hier vorne seht, sind hier deutlich zu erkennen. Also eine so milchcremige Schicht. Und eine so eine Schokoschicht mit so kleinen Haselnussstückchen dann eben drin. Ja, genau. Sehr interessant auf jeden Fall. Jetzt haben wir es sogar geviertelt hier. Jetzt können wir auch die zwei Schichten nochmal einzeln probieren. Nur mal Milchcreme und nur mal genau. Haselnuss. Milchcremig. Ein bisschen angebrochen. Also ich muss sagen, ich habe lange keinen Knorrs gegessen. Auch nicht. Mich erinnert diese Haselnusshälfte, wenn man die jetzt so pur isst, ein bisschen an die Füllung vom Hanuta. Ja. Muss ich sagen. Ich bin auch mir nicht sicher, wie Knorrs das bei sich so umsetzt. Wo ich reingebissen habe, habe ich auch gedacht, das erinnert mich an irgendwas. Und Hanuta ist, denke ich, das Richtige. Ja. Ja. Also es ist... Oh. Das war unser Mikro. Das musst du mal schneiden. Ich schneide hier gar nichts. Unsere Unfähigkeit bleibt vollkommen erhalten. So, bis zum nächsten runterflümmeln hier. So, es löst sich schon wieder. Schnell, geht weiter. Ja, ich habe tatsächlich auch an Hanuta gedacht, wo du das erwähnt hast. Also es war schon so, dieser Geschmack kam mir bekannt vor, aber wie gesagt, so Knoppers habe ich auch schon lange nicht mehr gegessen. Aber... Also ich finde sie lecker. Ich muss gestehen, ich habe gedacht, Knorrs ist ja schon was, was relativ knusprig ist. Also es ist ja recht massiv und jeden Bissen, den man da macht, ist es eigentlich schön crunchy und auch sehr kompakt, würde ich jetzt einfach mal sagen. Man hat diese Waffel und diese feste, gepresste Schicht unten, diese mit dem Schokofußboden und so. Das hier ist deutlich luftiger.
Es ist halt so eine Waffelhülle, die ist nochmal mit Schokolade überzogen und in der Mitte habt ihr eben diese beiden Hälften, Milchcreme und Haselnuss-Schokocreme. Ja. Ich finde das persönlich dafür, dass es ein Knoppersprodukt ist, nicht knusprig genug. Also ich hätte mir irgendwie erwartet, dass das mehr Konsistenz halt hat. Die Haselnüsse, die in der Hälfte der Schokoschicht drin sind, sind jetzt nämlich auch nicht so präsent. Also das sind halt ein paar, aber jetzt auch nicht, dass man das Gefühl hat, wenn man da drauf beißt, man hat wirklich was zu kauen. Sondern das ist relativ schnell halt einfach nur so eine Schokomilchcreme-Masse. Ist nicht schlecht, aber könnte, ja ich weiß auch nicht wie, also ob die Waffel einfach dicker sein müsste oder keine Ahnung. Noch härter. Noch härter, genau. Ja, zumal ihr sie ja auch hier eben schreiben, schmeckt knusper gut und dann knusprige Waffelkugel. Also sie wollen ja schon das knusprig also, so. Ja, es ist schon, wenn man reinbeißt, der erste Moment ist schon knusprig, aber das ist halt relativ schnell, dass das alles für meinen Geschmack in sich zusammenfällt. Und es ist lecker. Man schmeckt also die Milchcreme raus, man schmeckt auch die Schokolade raus. Die Haselnüsse würde ich jetzt persönlich wahrscheinlich pur nicht so rausschmecken, also wenn ich es im Ganzen esse und nicht so die Hälften getrennt. Mhm. Ja, soll ich schon bewerten oder möchtest du erst noch was dazu sagen? Du kannst ruhig schon bewerten, dann schließe ich mich einfach an. Also ich würde jetzt sagen, es ist eine 3,5 von 5, weil mir halt einfach diese Knusprigkeit fehlt. Also das ist tatsächlich wirklich, da habe ich mal irgendwie ein knusprigeres Produkt, aber ich weiß nicht warum. Oder vielleicht auch eine 4 von 5. Ja, sagen wir so eine 4 von 5. Das wäre schon okay. Genau. Ja. Also ich bin auch bei einer 3,5 von 5, weil es hat mich jetzt nicht vom Hocker gerissen. Ich fand bei Kinder Schokobons, die waren halt so schön cremig, das fand ich halt toll. Knusprige Produkte und so sind eigentlich eher, haben eher sowieso einen schwereren Stand bei mir. Also ich weiß nicht, ob es mir jetzt dann besser oder noch weniger schmecken würde, wenn es noch knuspriger wäre. Aber an sich, es macht nichts falsch, es ist das, was es sein will, für das ist es vollkommen durchschnittlich okay, es reißt keine Bäume aus beim Geschmackserlebnis, aber eine 3,5 und ja, würde ich sagen, okay. Also ja, auf jeden Fall, ich weiß jetzt an, was es mich erinnert, ich habe jetzt noch eins gegessen, es ist ein bisschen wie so ein Ferrero Rocher. Ja, das stimmt. Nur nicht so nussig und halt eben nicht nur dunkel Schokoladen- und Nougat-Geschmack, sondern noch so dieser Milchcreme-Geschmack. Aber von der gesamten Haptik im Mund würde ich das sagen, weil du hast eben diese Waffel, die zwar beim Draufbeißen mal kurz knuspert, aber dann nicht. Ja. Und dann hast du so diese sehr cremige Füllung. Also ein kleineres Rocher mit Milchcreme. Das würde ich jetzt so sagen. Alles Rocher oder was? Schauen wir doch nochmal, was steht denn jetzt eigentlich hier drauf? Also, Knoppersgoodies sind der knusprig leckere Naschspaß mit allem, was Knoppers gut und besonders macht. Viel Milch und Nougatcreme mit knackigen Haselnussstückchen, knusprig gebackene Waffel in Vollmilchschokolade. Stück für Stück so lecker. Okay, also wir haben hier eine Schokoladenkugel aus Edelvollmilchschokolade, gefüllt mit 19% Milchcremefüllung und 15% Nougatcremefüllung sowie 8,7% Waffel. Genau. Zutaten, da wären natürlich an erster Stelle Zucker. Ja. Vollmilchpulver sind es 12%. Kakaobutter, pflanzliche Fette. Maispöl. Genau. Palm und Shea. Weizenmehl, für die Waffel dann halt wahrscheinlich auch. Kakaomasse. Magermilchpulver ist noch drin mit 6,1%. 3,8% Haselnüsse. Buttermilchpulver ist auch noch drin. Milchzucker, sehr milchlastig. Butterreinfett, Kakao und als Emulgator wurden Sojalecithine verwendet. Hm. Salz, dann Aromen undefinierter Herkunft oder undefinierten Geschmacks. Okay. Magerer Kakao ist auch noch drin, Karamellzuckersirup und als Backtriebmittel Natriumhydrogencarbonat. Und gemahlene Erdnüsse. Nüffe? Welche Nüffe? Hä? Warum sind denn da gemahlene Erdnüsse drin? Das ist eine also gute das habe ich jetzt, ich meine, der ganze Rest ist sicherlich nichts Gesundheitsbewusstes sozusagen. Aber ist verständlich, dass das drin ist, aber die gemahlenen Erdnüsse sind für mich jetzt irgendwie keine Ahnung. Also Nougat besteht aus Haselnüssen, nicht aus Erdnüssen. Und warum sind da Erdnüsse in gemahlener Form drin? Also verstehe ich jetzt nicht so ganz. Ist halt günstiger wahrscheinlich eben in der Haselnuss, aber trotzdem irritiert mich das jetzt ein bisschen. Also liebe Firma Storck, was sollen die Erdnüsse in diesem Produkt? Was? Es wird nie kommuniziert, dass Knoppers Erdnüsse enthält. Also, was will uns der Richter damit sagen?
Gute ja. Frage. Ja, aber ich würde sagen, abschließend, es macht, wie gesagt, nichts verkehrt, aber es reißt halt keine Bäume aus. Also. Nee, also man kann das sicher gerne kaufen. Ich bin mir jetzt nicht mehr sicher, was es gekostet hat. Es sind 180 Gramm hier in dem Beutel. Also es waren auf jeden Fall über 2 Euro. Vielleicht waren es sogar knapp 3, da bin ich mir jetzt nicht ganz sicher. Ich wollte es halt zum Verkosten mal mitnehmen, gab es bei Kaufland. Aber... Ja, also kann man kaufen. Ja. Ist aber vielleicht ausbaufähig. Oder? Das war ja. Ausbaufähig. Aber schmecken tun sie auf jeden Fall. Und es sind 23 Stück drin. Es sind 180 Gramm und hier steht 23 Stück sind drin. Okay. Ja. Na dann. Würde ich sagen, wenn sie euch schmecken, lasst uns gerne wissen, ob ihr Erfahrungen damit gemacht habt und ob ihr sie auch knuspriger oder weicher oder was weiß ich haben möchtet. Ja, und wir freuen uns natürlich über die berühmten Däumchen und auch ein Abo. Das könnt ihr dann gleich hier irgendwo anklicken. Das wird dann hiermit verlinkt. Und wir freuen uns aufs nächste Mal mit euch zusammen. Genau. Macht's gut. Kaut rein.